Hi, ich bin Alex. Wir sind hier in der Dauerausstellung des Horst Janssen Museums zu Horst Janssen. Horst Janssen, eine sehr vielschichtige, streitbare Person. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Besondere an Horst Janssen ist seine sehr eigenwillige, individuelle Art zu zeichnen, Kunst zu machen. Durch seine Nahtoderfahrungen, die er auch mal gemacht hat, durch seine sehr destruktive Art sind in seinen Zeichnungen sehr oft Todesmotive verarbeitet. Das sieht man unter anderem oft an sehr makabren Motiven wie toten Tieren, vertrockneten Blumen. Er hat sich aber auch sehr oft inspirieren lassen von Menschen aus seinem Umfeld, vor allem von seinen Ehefrauen. Dreimal war er verheiratet und seine ganzen Emotionen, die er aus diesen zwischenmenschlichen Beziehungen gezogen hat, die zeigen sich auch sehr oft in seiner Kunst wieder oder finden sich in seiner Kunst wieder. Das exzentrische Genie, heute würde man da vielleicht zum Teil auch einen anderen Blick drauf werfen, aber seine Kunst ist und bleibt auf jeden Fall einzigartig. Ja, und ganz egal, ob man die Möglichkeit hat, das Horst-Janssen-Museum analog zu besuchen, hier vor Ort im Haus oder dann später mal im digitalen Raum. Ein Besuch lohnt sich einfach, allein aufgrund der Vielseitigkeit der Sonderausstellungen, die wir anbieten, die schon bis ins nächste Jahr geplant sind und wirklich ein breites Spektrum an künstlerischen Schaffenstätigkeiten bieten. Aber genauso wie die Dauerausstellung zur Person Horst Janssen, um die es auch nie langweilig wird. Also ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall immer.